Hello and welcome to a new video from my side aus. Yes, Famarama is back. Yeah. And okay, my English is not very good. But I will saying I'm on level 181. I have 2 holy donuts. I plant water. Beer same, taro same, and also ich habe Wasserbeerensamen angepflanzt, Talrosensamen und Stachelpilzsamen. Die muss man ja halt links hier abgeben. Ich meine rechts. Links ist das halt mit dem, wo wir Kräutersammlerboxenbau kriegen. Brauchen wir halt dieses Gewächshäuschen hier. Wie ihr seht, Talrose habe ich nicht so viele gerade auf Lager. Aber von den anderen beiden hat man meistens immer echt viel. Ich muss aber erstmal immer wieder was machen. Habe ich genug? Nein, es fehlen noch 2. Also 2 von diesen Leimtöpfen. Erst dachte ich, ja, ich habe auch Tiere erstmal hingesetzt wegen dem Drops, genauso wie hier auf der Weitlichtung. Da habe ich halt meine Bäume und halt die Menagerie, Arboretum und Manufaktur. Ja, und heute startet hier noch ein Event, ein Farmhallen-Quest, um genauer zu sagen. Die sich heimatlos nennt. Ja. Ich werde euch das mal hier zeigen. So. Jetzt heißt es erstmal warten. Ja. Wo haben wir dich denn? Ja, und Rento startet heute auch. So, das ist ja die Heimatlos. Da gibt es keine Schwierigkeit. Ja, Meisenringe werden ja benötigt. Hier seht ihr die Abgabemenge. 20 Tigerameisen, rote Pandas und so weiter. Auch Meisenringe werden benötigt, aber es müssen keine hergestellt werden. Die droppen halt. Ihr seht aus Bäume, Ställen und Werkstuben. Bahamarama-Plantage, Regenwald und Kristallfälle. Also alle 3 Flächen sind gut bestückt. Ja, neben den Tieren muss man ja auch Baumfrüchte abgeben. Und natürlich müssen wir Vogelhäuser abgeben. Nein, die müssen wir nicht herstellen. Die kriegt man hier. Also hier raus, als Belohnung. Und hat man alles abgegeben, hat man am Ende das Item hier. Kraft von oben. Ja.
100 EP oder Tropen-EP mal Level. Ja, ich rechne mal aus, was wird das bei mir geben? 181 mal 100. Ah, ist nicht viel. Aber auch über kleine EPs freut man sich gerne. Ach ja. Man kann auch sich die Dinger hier alle kaufen. Das heißt also, man müsste sich nur vier Körbe kaufen und dann hat man alle, hat man das. Aber ich werde es versuchen, auf eigene Kraft hinzukriegen. Nebenbei läuft, ja, wie gesagt, das Mysterium der Kräuter und das ist sehr schwer. Da kann ich nur zustimmen, dass es wirklich schwer ist. Also es besteht aus zwei Aufgaben. Hier müsste man 100 Stück haben, was aber echt schwer sein wird. Also ich werde versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. So, mal wieder aufs Hauptacker. Wie ihr seht, also hier dauert der Wasserbeerensamen noch 14 Minuten, weil ich habe jetzt hier noch so kleine Bonus aktiv. Ja, ein kleiner Tipp von meiner Seite auch. Wo haben wir es? Diese Bonus-Dinger, die man hier im Event jetzt bekommt, die werden sofort automatisch aktiviert. Also, das habe ich ja gestern gemerkt, als ich hier das hier erreicht habe und schwupps hatte ich 11 statt 10. Da hat sich das einfach aktiviert. Man konnte es nicht einfach so von selbst aus aktivieren. Nein, es aktivierte sich einfach so. Ja, und was habe ich sonst noch? Ja, einen Zebrastall habe ich immer noch nicht. Auch die ganz neuen Bäume habe ich noch nicht. So, dann kann ich euch mal zeigen, was ich an Rätselstellen schon habe, die ich eventuell mal aufstellen könnte. Weil es gibt auch noch mal einen saftigen EP-Bonus. Warte mal. Ja, bei den Bäumen war es genauso. So. Da habe ich aber nicht so viele mehr. Mal sehen, auf der Insel war das. Da muss ich auch gucken. Okay. Ja, bäumemäßig habe ich nicht so viel. So, dann gehen wir mal in die Stelle rein. Einmal so. Ja, und bei den Stellen, wie ihr seht, da könnt ihr alle Felder einmal richtig schön bestücken. Und nach 5 Stunden sozusagen wieder ernten. Ich glaube, das wird heute gemacht. Weil wenn ich das hier zusammenzähle, 2, 4, 10, da kommen wir auf 29. Das heißt also, ich könnte alle Stelle mal auf alle Flächen stellen. Ja. Und wie es bei Farmarama weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Also, ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Korganto bei Farmarama.